Hallo, hier ist wieder der Brandon von PWPlay.de und ich begrüße euch zu einer neuen Episode Hearthstone. Hier haben wir unsere Quests und da sehen wir, dass wir noch ein Spiel mit einem Magier gewinnen wollen. Sollen. Oder mit einem Jäger. Und das haben wir dann auch erledigt. Das ist ja geil. Und das können wir auch noch. Boah, alles in einmal. Das ist heute unsere Aufgabe. Und das machen wir doch mal. Gucken kurz mal hier. Okay, da kommt nichts Wichtiges mehr rüber. Moment, dann würde ich mal sagen, oh, 4 von 500, ey. Und 1 von 500. Ja. Direkt mal ein gewertetes Spiel hier. In den Hals. Zum Ende der Woche, glaube ich. Das müsste die Freitagsfolge sein heute. Wenn mich nicht alle guten Geister verlassen haben. Zum ersten Mal auch in Full HD in 1920 mal 1080p. Boah, jetzt lädt das so lange. Ich hoffe, die Zeit ist nicht schon zu spät. Es ist schon relativ spät. 5 vor 12. Ich hoffe, zeitlich passt das noch, um hier noch einen Gegner zu finden. Rödel, Rödel, Rödel. Das Rödel, Rödel. Ja, 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 ja. Da ist doch. Da kommt jemand. Würdiger Gegner. Sehr gut. Magierdeck habe ich gewählt. Naja. Jaina gegen Rexxar. Ja, das hat das Quest auch. So. Ich darf anfangen, alles klar. Ich habe den Soldaten, den Feuerball und den Frostblitz. Ich behalte die Karten. Die sind gut. Einsatzbereit! Das war's. Spielen wir den Soldaten und dann sind wir auch schon durch. Mehr können wir nicht tun und mehr brauchen wir auch nicht tun. Das reicht uns erstmal, um uns kurz ein bisschen zu verteidigen. Gegen DJA. Hat er da gespielt? Schildträger, okay. Keine Angriffskraft, aber 4 Leben. Hab ich noch nicht. Ist auch, nicht, auch keine schlechte Karte. Okay. Zu den Waffen! Das war's. Können wir ihn direkt mal angreifen? Verliert er schon mal im Leben. Ja, wäre super, wenn wir jetzt direkt gewinnen würden. Ich habe nämlich keine Zeit, noch eine zweite Folge aufzunehmen. Heute. Die dann für Montag quasi wäre. Was hat der denn hier? Zieht jetzt mal eine Karte, wenn ihr ein Wildtier herbeiruft. Okay. Ah, nochmal den Speer. Könnte man den direkt nochmal. Okay. Nochmal. Ich würde den eigentlich nochmal spielen, ja, Tatsache. Zu den Waffen! Ich muss den ja sowieso angreifen. Dann machen wir so nämlich. Und die opfern wir gegeneinander. So. Fertig. Den einen Kristall kann ich leider nicht mehr brauchen. Dann gucken wir mal, was Herr Rexxar denn hier so tut. Sport, oh, den Affen. Direkt die nächste Sportkarte. Spielen wir das. Das. So. Zu den Waffen. Und dann ist der Weg frei. Zum Helden. 6 Punkte runter. So. Das sieht doch gut aus. Hoffentlich wird er das nicht so ein schneller Sieg. Ich will ja hier keine Folge zu kurz machen. Er hält jedes Mal, wenn... Plus 1 Angriff, wenn ein Diener stirbt. Okay. Eure anderen Wildtiere haben plus 1. Okay. Okay, okay, okay. Für den König! Den will ich jetzt bringen, genau. Guck mal, eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie viele Monster ich maximal spielen kann, aber ich würde jetzt eigentlich... Den hier auch noch spielen. So. Dann hat er 2 Angriffskraft. Für Ehre. So. Dann ist der auch tot, ne? Zu den Waffen! Lass ich lieber den angreifen. Achso, der hat schon angegriffen, genau. Stimmt ja, hatte ich mit angefangen. So, mal wieder. Haben wir 20 Punkte jetzt.
20 zu 30 für mich, das ist gut. Oh, den Schildmeister von Senjin, okay. Aber bisher hat er noch nicht so spektakuläre Karten. Macht nicht so einen Rieseneindruck, was er bisher spielt, muss ich ehrlich dazu sagen. Nee. Ah doch, nee, kann ich nicht beides spielen. Ich würde jetzt einen Feuerball spielen. Und den weghauen. Zu den Waffen! Und dann volle Pulle hier auf den. Ja, der ist aber nicht sehr gut, ne? Können wir gleich noch eine Runde mit dem Schurken spielen wahrscheinlich, wenn wir jetzt so zügig fertig sind. Weil mit dem Magier habe ich eigentlich jetzt gerade auch gar keine Lust mehr zu spielen. Ich spiele ihn jetzt nur wegen dem Quest auch, sonst hätte ich den Schurken direkt weiter gespielt. Bringt ein paar Spottkarten, aber da kommt nicht wirklich ein Angriff mal, ne? Ich hab noch keins von den Monster selber getötet. Haben die irgendwelche Fähigkeiten? Hygiene jedes Mal plus 2. Wenn er mit Freunden das Wildtier stirbt, okay, und der hat Spott einfach nur, okay. Oh. Ja. Da spiele ich besser den. Weil dann alle Diener davon profitieren. So, jetzt lass mich mal überlegen. Ich muss ja den angreifen. Ja, der hat jetzt 4 Angriffskraft, okay. Aber hat nur 3 Leben. Achso, der hat schon angegriffen. Ah, okay. Ja. Muss ich den hier? Opfer ich den? Hätte ich nicht gemusst. Ich hätte auch direkt angreifen können. Ah, nee, hat er schon. So, aber ist egal. Ist nicht so dramatisch. Wir haben ein gutes Feld. Deswegen können wir ihn ruhig opfern. Auch wenn Herr Dane natürlich da wieder meckern würde, wahrscheinlich. Kann ich Bedarf würfeln? Zieht eine Karte. Todesröcheln. Beutehamsterer. Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener. Das war ein guter feindlicher Diener. Und fügt ihm von den Helden 2 Schaden zu. Ist jetzt nicht so fett. Also so richtig gut hat er sein Deck nicht aufgebaut irgendwie. Spielen wir noch den Kriegsgolem. Für Ehre. Zu den Waffen. Für die Allianz. Ja, und da ist der Drops auch gelutscht. 7,5 Minuten. Sagt mir meine Uhr. Und da bin ich schon Agentum knapp hin. Jawohl. Und ein Level up. Level 13, jawohl. 40 Gold. 40 Gold. 40 Gold. Yeah, 120 Gold. Sauber. Wie viel Gold habe ich jetzt? Habe ich jetzt 200 schon? Eine neue Quest. Sieg des Magiers schon mal. Och nee, schon wieder als Magier. Wie langweilig. Gehen wir erstmal zurück. Questlog. Ich habe jetzt nur die eine Quest hier, ne? Hm. Ich kaufe. Ah nee, ich muss hier einen Shop, ne? Erstmal eine Packung kaufen. Zack. Geilo. Okay, der Südmeer-Pirat ist nicht so cool. Verrückter Bomber. Kann verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle anderen Charaktere ausgeteilt wird. Okay. Könnte aber auch die eigenen treffen vielleicht. Das weiß ich jetzt nicht. Lasst aber vorne den Diener auf eure Hand zurückkehren. Der Diener kostet 2 weniger. Mhm. Das ist Schurkenkarte, ne? Ja. Fügt einem Diener einen Schaden zu, der Diener hält plus 2. Selten! Eine seltene. Astral-Arkanist erhält +2/+2, wenn ihr am Ende eures Zuges über ein aktives Geheimnis verfügt. Ja, den habe ich schon mal gehabt. Das ist eine Magierkarte. Oder habe ich schon. Schon zumindest mal gelesen, gesehen, wie auch immer. Tja. Ja, das Quest will es so, ne? Dann machen wir mit dem Magier weiter. Tut mir wirklich leid, ich hätte euch gerne den Schurken gezeigt. Aber die Quests bringen halt diese Goldmünzen. Und deswegen mache ich das auch gerne. Mache ich das auch gerne. Weil ich will halt keinen. Ich kaufe da nicht diese Kartenpacks. Das finde ich dämlich. Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Und ich fange nicht an. Ich krieg noch eine Karte. Okay. Ich möchte die tauschen.
Was kriege ich dafür? Ah, okay. Na ja, gut. Okay. Nicht der Riesentausch. Ansturm, okay. Ja, spielen wir die Münze, genau. Und dann spielen wir den Murloc. Da haben wir schon mal was auf dem Feld. Mal gucken, also der Jäger war ziemlich einfach, muss ich sagen. Der hat wirklich schlecht gespielt auch. Mal gucken, was der jetzt macht, der Magier. Mhm. Kann man machen. Okay, dann füge ich dir noch lieber 2 Schaden zu, oder? Das war's. Ich hab mehr von, als wenn ich jetzt einen Mana-Würm hier raushaue. Was kriegt der plus 1 Angriff? Okay. Ah ja, genau, mit der Fähigkeit kann er direkt da drauf, ja, ist richtig. Mhm. Bereit zum Ausritt! So. Kostet meinen Stahl! Gehen wir ihm erstmal direkt Saurus. Und gucken mal, was der so macht. 3 Kristalle. Das ist jetzt die Runde 4. Da kriegen wir 4 Kristalle. Da kann ich meinen Ritter von Sturmwind spielen. Wenn ich nichts anderes kriege. Mhm. Jedem, der von diesem verletzt wurde. Das heißt, wenn ich angreife und verletzt werde, dann zählt das auch wahrscheinlich. Der Voodoo-Doktor stellt 2 Leben hier. Auch keine schlechte Karte. Ich frage mich. Der kann ja nicht angreifen, deswegen ist er nicht wurscht. Kostet meinen Stahl! Und damit gehen wir ihm direkt wieder Saurus. Ich kann ihn auch runterzergen, wie man so schön sagt. Im WoW-Jargon. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Spielen auch. Oh, der Goblin-Leitbecher ist natürlich nicht übel. Hat eine gute Karte gespielt. Das muss man ihm lassen. Ist eine gute Karte. Der Wasserelementar ist auch eine gute Karte. Den habe ich halt nur festgefroren. Das war halt ganz gut. Ach, die kann ich ja beide spielen. Das ist eine gute Sache. Für den König. Nur einmal den. Einsatz bereit. Und den Sportsoldaten. So, der hat 5 Leben. Der hat nur noch 2 Leben. Ach, den kann ich gar nicht angreifen. Ja, genau. Stimmt, ich muss ja auf den gehen. Ah, ja. Kostet meinen Stahl! Ja. 5 Angriff, okay. Kostet meinen Stahl! Opfer ich die Kraft hier. Ach, jetzt habe ich mit dem gar nicht angegriffen. Ich war ja blöd. Ah. Ich konnte mit dem noch angreifen, habe mich verpennt. Ich Depp. Das war dumm. Das war dumm, Leute. Naja. Mal gucken, was er jetzt macht. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Oh. Der ist auch nicht schlecht. Gute Karte. Mhm. Einer von meinen Spottern ist weg. Jetzt brauche ich mal wieder ein Monster. Ah ne, jetzt haut er die Beine raus. Ja, genau. Und den friert er jetzt fest. Ah, jetzt dreht sich das Blatt ganz schnell.
Ah ne, jetzt geht er auf den, okay. Greift mich direkt an, auch gut. Ah, sehr schön. Den Gurubashi. Der Gurubashi, okay. Ich frage mich, ob... Na, soll ich den jetzt spielen? Ich spiele ihn, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, ich spiele ihn nicht. Ich spiele den. Den Arzt gerufen. Und dann spielen wir den damit weg. Für Ehre. Damit greife ich den direkt an. Das war's. Den anderen lassen wir stehen. Den anderen lassen wir stehen, da können wir jetzt nichts dran machen. Was macht er? Ich frage mich, ob... Was hat er gemacht? Oh, den Gurubashi, den hat er auch. Okay. Ist auch nicht schlecht. 16 Punkte hat er noch, okay. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Für Ehre. Ja, den greife ich natürlich nicht an. Ich bin ja nicht doof. Ich greife den direkt an. Der Gurubashi kann mir nichts. Der hat nur 2 Lebenspunkte, solange ich den nicht töte. Solange ich den nicht angreife. Er könnte aber natürlich... Aber den kriegt er nicht weg. Nicht in diesem Zug zumindest. Verliert aber 3 Lebenspunkte, dann könnte ich den nächsten Zug platt machen. Ja, greift mal den Ritter von Sturmwind ruhig an. Macht halt mal ruhig. Dann nehme ich den Gurubashi mal direkt wieder. Ah, der verwandelt mich in ein Schaf. Das ist gemein. Jetzt greift er mich mit dem an, dann kriegt er einen Schaden. Und wird aber 3 Punkte stärker. Oh, Feuerball, okay. Ja. Das war nicht clever. Einsatz bereit! Das kriegt der jetzt drauf. Damit könnte der sich stärker machen. Das würden wir mal verhindern. Indem ich ihn jetzt opfer. Dann kann der Gurubashi sich nämlich an dem Schaf nicht stärker machen. Das hätte ich nämlich eben gemacht. Das wäre nämlich ein cleverer Zug gewesen. Finde ich. Aber gut. Schauen wir mal. Also es ist noch nichts entschieden hier gegen Kenny. Der Flammenschuss führt allen 4 Schaden zu. Das war fies. Das ist nicht gut. Aber egal, mit wem der denn jetzt angreift, den Gurubashi-Mann, der ist auf jeden Fall tot. Außer er hat eine Zauberkarte, die ihn platt macht. Aber der müsste ein Monster opfern. Ich kann mein eigenes Monster mit dem Feuerstoß opfern. Wie geil ist das denn bitte? Da habe ich ja gerade noch was fetter was dazugelernt. Das wusste ich nicht, dass das geht. Das ist ja geil. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das war's.
Ja, jetzt kann er mich schon fast platt machen. Wenn er noch ein Monster hat, was der spielen kann, könnte er mich besiegen. Er könnte jetzt nochmal den Feuerball auf den Gurubashi-Mann hauen. Was glotzt du so? Und der kann nicht angreifen, der Ogre. Der auch nicht. Ist noch nicht. Oh, jetzt hat er keine Sterne mehr. Gott sei Dank, keine Kristalle. Ich wusste nicht, dass ich den Feuerball für den eigenen Mann zaubern kann. Das ist ja geil. Dann kann ich ihn damit stärker machen. Er ist ja voll gut. Ich spiele auf jeden Fall schon mal gerne. Vorwärts! Ja, das kann ich immer nur 3 zufügen. Das wird nicht reichen. Das war's. Es bleiben 2 über, da habe ich keine Chance. Hat er mich besiegt. Da muss ich jetzt, habe ich vielleicht auch nicht gut gespielt. Da hätte ich vielleicht mit dem Wasserelementar den Gurubashi angreifen können. Obwohl, hätte er mich auch platt gemacht. Ich habe ja nur noch 4 Punkte. Der kann ja mit den anderen überall angreifen. Ich glaube, das war, glaube ich, GG. Das konnte ich nicht mehr machen. Hat er gut gespielt. Das hat er gut gespielt. Hat lange gedauert, aber... Da hat er mich noch clever fertig gemacht. Ah gut, dann machst du nix. Okay, dann haben wir verloren. Er hat gewonnen, hat ein Spiel vielleicht für seinen Quest. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder mit den Karten rantieren bei Hearthstone. Bis dahin, euer Bren. Tschüss.